Heute werden wir über das mysteriöse und bis heute noch ungeklärte Verschwinden von Corey McKeague sprechen. Und auf diesen Aufnahmen hat man Corey das letzte Mal vor seinem Verschwinden gesehen. Und somit, was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch noch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und noch vorab, bevor das Video losgeht, möchte ich mich bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Und zwar handelt es sich heute um FlexiSpot. FlexiSpot ist der Hersteller, wenn es um ergonomische und vor allem extrem schicke Arbeitsplätze geht. Die Stühle und vor allem die Tische von FlexiSpot sorgen einfach dafür, dass du eine richtig gute Arbeitshaltung hast, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt. Und unter anderem hat FlexiSpot mir diesen wunderschönen Gaming-Tisch zugeschickt, welchen sie aktuell im Sortiment haben. Ihr habt höhenverstellbare Tischbeine, was ich persönlich extrem nice finde. Ihr könnt also so ein bisschen individuell euren Tisch gestalten, wie hoch ihr ihn haben möchtet und somit einfach viel ergonomischer an eurem Arbeitsplatz sitzen. Vor allem für mich persönlich ist dieser Tisch einfach ein mega Ding, weil ich ja gefühlt den ganzen Tag am PC sitze, sei es zocke und extrem viel Videos schneide und Videos produziere für euch, wie ich gerade auch wieder hier sitze. Und da ist es für mich einfach immer sehr wichtig gewesen, dass ich einfach einen Arbeitsplatz habe, wo ich viel Platz habe. Ich meine, ihr seht den Tisch, der hat eine extrem weite Tiefe. Und da ich ja gefühlt 90% des Tages an diesem Arbeitsplatz hier sitze, ist es mir natürlich auch sehr wichtig, dass ich eine gute Arbeitsfläche habe. Und deswegen kann ich euch FlexiSpot wirklich nur ans Herz legen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr draufklicken und ihr gelangt direkt zu dem Gaming-Desk, welchen ich jetzt hier habe. Und ich muss euch sagen, das Ding sieht einfach wunderschön aus und erfüllt einfach einen super geilen Zweck. Wie schon gesagt, den Link zu diesem Tisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und dann gelangt ihr direkt zur Webseite und könnt euch unter anderem diesen Tisch hier anschauen und natürlich auch das ganze weitere Sortiment, was FlexiSpot noch anbietet. Wenn ihr einen neuen Tisch braucht, checkt sie auf jeden Fall aus. Deswegen vielen Dank an FlexiSpot, dass ihr dieses Video hier gesponsert habt. Und jetzt legen wir los mit dem Fall von Corey McKeague. Fangen wir ganz von vorne an. Corey wurde im Jahr 1953 geboren und wuchs in Schottland auf. Als er älter war, trat er der britischen Armee bei und arbeitete als Schütze des Royal Air Force Regiment. Es war der 23. September im Jahr 2016. Corey hatte sich an diesem Abend mit Freunden getroffen. Sie hatten vor, in einen Pub zu gehen und einfach ein paar Drinks zu sich zu nehmen, einen geilen Abend zu haben. Und somit verabredeten sie sich und trafen sich in Bury St. Edmunds, um genauer zu sein, in England. Gemeinsam gingen sie in einen Pub, wie es auch geplant war, tranken ein paar Bier und genossen die Live-Musik. Also wenn man das so von außen betrachtet, ein wunderschöner und gelungener Abend, würde ich sagen. Gegen 1 Uhr morgens wurde er von seinen Freunden getrennt, denn Corey war einfach zu betrunken und wurde aus diesem Grund aus einem Club geschmissen, in welchen sie waren, und somit war er alleine. Betrunken lief er also die Straße lang in Richtung seines Lieblingsimbisses, welcher den Namen Pizza Mamma Mia trug. Und dort bestellte er Essen, welches man eigentlich einer kompletten Familie geben könnte. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man mal ein bisschen was trinkt und on Tour ist. Er bestellte sich mehrere Burger, einen Kebab und Pommes. Nachdem er sein Essen hatte, lief er um die Ecke und setzte sich relativ schnell vor einen Laden, wo er dann sein ganzes Essen aß. Und man sagt auch, dass er kurze Zeit vor dem Eingang des Ladens eine Weile geschlafen haben soll. Ja, und das letzte Mal, wo man Corey sah, war auf diesen Kameraüberwachungsaufnahmen an der sogenannten Brand Gavel Street. Und der genaue Platz, an welchem er sich an diesem Moment befand, wo er aufgenommen wurde von der Überwachungskamera, nennt sich Horseshoe Area. Und auf Deutsch übersetzt, Horseshoe ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Hufeisen oder auch Pferdeschuh, wenn man es 1:1 übersetzen würde. Ja, wenn ihr euch den Ort auf der Karte anschaut, dann versteht man den Namen schon ein bisschen besser, warum es unbedingt Horseshoe Area heißt. Wie auch immer, er befand sich dort und dieser Ort ist nicht unbedingt der schönste Ort und ist auch bekannt dafür, dass sich dort sehr viele Junkies rumtreiben, dass dort eine Menge Müll rumliegt, überall sind Müllcontainer und Mülltonnen. Also nicht unbedingt der beste Ort, um sich abends rumzutreiben. Es gibt auf jeden Fall keine Videoaufnahmen mehr von ihm, wie er irgendwie den Ort verlässt oder irgendwie nochmal an der Kamera vorbeigelaufen ist, sondern die Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, ist tatsächlich die letzte, wo man Corey
sehen kann, bevor er wirklich spurlos verschwand. Corey wurde erst am 26. September als vermisst gemeldet, da er an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen ist. Es war ein Montag, er kam nicht und natürlich machte man sich zu diesem Zeitpunkt erstmal Sorgen und dachte sich, wo ist der junge Mann? Also alarmierte man die Polizei und die Polizei kümmerte sich relativ schnell darum, den Jungen zu finden. Sie schickten einen Suchtrupp los und überall wurde natürlich der gesamte Bereich abgesucht. Man konnte sein Handy tracken und was extrem merkwürdig war, war, dass sein Handy am Morgen seines Verschwindens auf einmal eine kleine Reise machte. Denn auf der Karte konnte man sein Handy sehen und es soll sich von Bury St. Edmunds, also da, wo er das letzte Mal gesehen wurde und wo er auch den Abend mit seinen Freunden verbrachte, bis nach Barton Mills gereist sein, was ca. 19 Kilometer an Strecke beträgt. Und laut GPS und Handydaten soll das Handy ungefähr 26 Minuten gebraucht haben, von dem einen Ort zum anderen Ort zu kommen. Was dafür spricht, dass sein Handy definitiv in einem Fahrzeug war. Denn zu Fuß wäre diese Strecke in dieser kurzen Zeit sowieso gar nicht möglich. Gegen 8 Uhr morgens war das Handy dann aber aus. Man weiß nicht, was der Grund war. Entweder man hat es ausgeschalten, es ist kaputt gegangen oder der Akku war leer. Nach diesem Hinweis startete die Polizei die Suche, ein bisschen weiter zu expandieren. Und man beschloss, diese gesamte Strecke abzusuchen, wo man eben sein Handy tracken konnte. Und da stellte man sich natürlich auch die Frage, ist Corey von der einen Stadt zur anderen Stadt gefahren? Wurde er vielleicht gefahren? Oder vielleicht auch nur sein Körper von A nach B transportiert? Es gab auch Vermutungen, dass Corey eventuell per Anhalter mit irgendjemand mitgefahren ist, dass irgendjemand ihn gesehen hat und gesagt hat, hey, willst du mitfahren? Und laut Nicola, welche die Mutter von Corey war, sagte sie, dass sie Corey so einschätzt und eingeschätzt hat, dass er definitiv Ja gesagt hätte. Es war der Dezember im Jahr 2016, also ganze 3 Monate nach dem Verschwinden von Corey, wendete sich seine Mutter an die Medien. Sie sagte, die Polizei habe sich nicht wirklich um den Fall gekümmert und hätten nicht wirklich gut gearbeitet. Zudem setzte die Mutter eine Belohnung im Wert von 50.000 britischen Pfund aus für Informationen, die helfen, Corey zu finden. Doch nicht nur das tat sie, sie engagierte einen Privatdetektiv. Und dieser Privatermittler sollte sich zukünftig um den ganzen Fall kümmern. Unter anderem gab es noch einen weiteren Punkt der Polizei, welche der Meinung war, eventuell hat sich Corey an diesem Abend, zu diesem Zeitpunkt, mit irgendeiner Person getroffen. Denn man fand ein Profil von Corey auf einer Swinger-Webseite und es hätte ja sein können, dass er sich dort mit irgendjemandem treffen wollte. Denn wenn wir uns die Videoaufnahmen anschauen, wo wir Corey das letzte Mal sehen können, wirkt es so ein bisschen, als würde er auf irgendeine Person warten oder sogar nach irgendeiner Person suchen. Hat er sich also eventuell mit irgendjemandem in dieser Nacht verabredet? Und wenn es so gewesen sein soll, hat dann diese Person irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun? Wie auch immer beschloss die Polizei im Februar 2017, die Fläche abzusuchen, wo Corys Handy das letzte Mal getrackt wurde. Bisschen spät, aber lieber spät als nie. Die Polizei hatte auch die Vermutung, dass eventuell das Handy von Corey oder sogar Corey in einem Müllcontainer war und das Handy oder sogar Corey dann zur Mülldeponie gefahren wurde. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man in einen dieser Müllcontainer ist und die Müllabfuhr kommt, den Müllcontainer reinschmeißt, denn der ganze Müll wird zerquetscht und somit wäre Corey auch zerquetscht worden. Das war auf jeden Fall eine Vermutung der Polizei, dass eventuell Corey in eine der Mülltonnen geschlafen hat, weil er so betrunken war. Die Müllabfuhr kam, die Mülltonnen quasi in die Müllabfuhr, in den Wagen reingeschmissen hat und Corey dann zerquetscht wurde. Die Familie äußerte sich dann zu diesen Aussagen und war der Meinung, dass Corey sowas nie machen würde. Zudem muss man ja noch bedenken, dass das Auto von Corey ja in der Nähe war. Also warum wäre Corey lieber in eine Mülltonne gegangen zum Schlafen, als zu seinem eigenen Auto, welches ja nur ein paar Blocks weiter war. Wie auch immer, untersuchte die Polizei das ganze Land drumherum und die gesamte Mülldeponie, wo eventuell irgendein Zeichen oder irgendein Hinweis sein könnte. Die Planung war, das Ganze so 10 Wochen in Angriff zu nehmen, doch aus diesen 10 Wochen wurde ein bisschen mehr Zeit als geplant. Denn es war der Mai im Jahr 2017 und die Polizei offenbarte, dass sie zu diesem Zeitpunkt
schon mehr als 1 Million Pfund in diese ganze Suche in der Mülldeponie und in der ganzen Fläche quasi reingesteckt haben und dass die Suche noch weitere Wochen angehen wird. Es war der 5. Juni im Jahr 2017, als die Polizei sagte, dass man Gegenstände gefunden hat, welche ziemlich gut zum Zeitpunkt passen würden. Das heißt, man war also schon so weit mit der Suche, dass man den Müll oder Teils des Müllers von dem Zeitraum finden konnte, und da wurde das Ganze natürlich noch viel interessanter. Dachte man zumindest, denn am 21. Juli, also ganze 20 Wochen, hat die Polizei in dieser Mülldeponie gesucht, schloss die Polizei diesen Fall und war der Meinung, man wird nichts finden, man hat nichts gefunden und das ist der Grund, dass man hier nicht mehr weitersuchen wird und der ganze Fall wird quasi geschlossen. Und nach dieser Pressekonferenz startete man eine weitere Suche, denn die Polizei war der Meinung, es hätte noch sein können, dass ja, Corey in einer anderen Mülltonne, in einem anderen Müllcontainer geschlafen hat und eine andere Müllabfuhr quasi kam, den Müll mitgenommen hat, eine Müllabfuhr, die eine ganz andere Route fährt. Also fuhr man zu dem anderen Ort, wo es hätte sein können, und untersuchte diesen ebenfalls. Und im März 2018 beschloss die Polizei schlussendlich und final den ganzen Fall ja, zu beenden, da man der Meinung war, man wird nichts mehr finden, man hat alles getan, man hat jeden Hinweis gesucht, doch es gab einfach keine Möglichkeit und somit wurde der Fall geschlossen. Sehr viel später machte man eine Analyse von dem ganzen Müll und den ganzen Müllcontainern, welche zu diesem Zeitraum mitgenommen wurden. Und dabei gibt es auch immer Angaben, wie schwer der Müllcontainer war. Und es gab genau einen Müllcontainer, welcher viel schwerer war als alle anderen. Und dieser Container wog über 90 Kilo mehr als die ganzen anderen Container in diesem Zeitraum. Also quasi 90 Kilo mehr als der Müll normal wiegt. Und später fand man raus, dass Corey auch um die 90 Kilo, ein bisschen mehr als 90 Kilo wog. Und man geht eben davon aus, sehr viele sagen, dass auch die Polizei sagt es, dass höchstwahrscheinlich ja, die menschlichen Überreste von Corey irgendwo auf der Mülldeponie zu finden sein werden oder zu finden sein waren. Man konnte sie dort finden. Und die Polizei geht eben davon aus, dass Corey tatsächlich in einem dieser Müllcontainer war, ja, von dem Müllauto, von der Müllabfuhr zerquetscht wurde und seine Überreste auf irgendeiner Mülldeponie zu finden waren, aber höchstwahrscheinlich heute gar keine Möglichkeit mehr gibt, irgendetwas von diesem jungen Mann zu finden. Ja, und inzwischen scheint es ziemlich unwahrscheinlich zu sein, überhaupt noch irgendetwas rauszufinden. Doch da stellt sich mir eine Frage. War er wirklich so betrunken und hatte so ein Riesenpech, dass er sich quasi tatsächlich betrunken in eine Mülltonne, in den Müllcontainer reingelegt hat, um zu schlafen und am nächsten Morgen von der Müllabfuhr mitgenommen wurde und ja, zu seinem Pech zerquetscht wurde? Oder hat irgendeine andere Person etwas damit zu tun und hat Corey irgendetwas angetan und eventuell seinen leblosen Körper in diese Mülltonne geschmissen, da die Person eventuell wusste, dass der Müll in ein paar Stunden abgeholt wird und somit nichts mehr von ihm zu finden ist? Man weiß es nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass wir nie rausfinden werden, was Corey wirklich passiert ist. Doch jetzt seid wie immer ihr gefragt. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt. War es wirklich nur Pech? Und lag es einfach nur daran, dass er einfach betrunken war und sich da reingelegt hat? Oder hat irgendjemand anderes etwas damit zu tun? Oder vielleicht eine ganz andere Theorie? Schreibt eure Theorien und eure Ideen, was ihr glaubt, was diesem jungen Mann passiert ist, gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, eure Kommentare zu lesen. Und ja, in dem Sinne war es das mit diesem Fall. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören und ein bisschen mitzurätseln. Wie auch immer, bleibt gesund, meine Freunde. Danke für den ganzen Support. Ihr seid die Besten. Ich hab euch alle lieb. Macht's gut. Ciao, ciao.